Beauty-Video. Heute soll es mal etwas anderes geben. Und zwar habe ich in den letzten Wochen ein paar, ja, wie soll ich sagen, Organic Beauty, Green Beauty, Clean Beauty Produkte ausprobiert. Das wollte ich schon sehr, sehr lange mal wieder machen. Ich habe so vor 8, 9 Jahren Naturkosmetik für mich entdeckt oder eben eher natürlichere Produkte. Und muss sagen, dass gerade was die Hautpflege angeht, ich sehr, sehr viel nicht vertragen habe, weil man denkt irgendwie, ah ja, je natürlicher, desto besser, aber da sind oft reizende Inhaltsstoffe enthalten. Und bei der dekorativen Kosmetik war es damals der Fall, dass von der Performance das einfach zu 95% nicht ausgereicht hat. Also wirklich so super altmodisch war von den Formulierungen. Die Farben haben sehr, sehr oft auch nicht gepasst zu meinem Hautton. Und ich finde, es ist immer noch ein Problem, gerade in Deutschland mit deutschen Marken oder in Europa. Und auch immer noch, was die Werbung angeht. Also da bin ich wirklich nicht ganz angetan. Und sogar auch bei einigen der Produkte, die ich euch heute zeige, hatte ich mich mit Freundinnen unterhalten, die meinten, ja, also ne, was die Werbung angeht oder wer ausgewählt wird, um mit denen zusammenzuarbeiten, ist immer so eher ein bestimmter Hautton. Und ja, ich finde, da muss auf jeden Fall noch sehr, sehr viel passieren. Nichtsdestotrotz habe ich einige Produkte jetzt gefunden, die für mich super funktionieren, die für meinen Hautton funktionieren und auch noch andere Produkte. Das habe ich alles heute aufgetragen und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt mal die Produkte vor. Das erste ist eine Grundierung und zwar ist das eine Foundation, beziehungsweise nennt es sich Tinted Face Oil von der Marke Kosas. Das ist eine Marke, die sogar jetzt eher so im Mainstream-Bereich Fuß gefasst hat, weil dieses Produkt einfach so ja irgendwie interessant klang und zwar eben ja als Öl, was aber getönt ist. Ich muss sagen, ich bin wirklich super begeistert von diesem Produkt. Erst einmal war die Farbauswahl im Gegensatz zu allen anderen Grundierungen, die ich so kenne, mega, mega gut. Es gibt natürlich immer Raum, um sich zu verbessern, aber wesentlich besser als andere. Hier ist zum Beispiel auch, ich habe jetzt die Farbe 5.5 gewählt, steht da Medium with Olive Undertones. Also sogar mit den Untertönen wurde gearbeitet, daran gedacht und eben dunklere Töne auch mit ins Sortiment gebracht. Und das finde ich mega, mega gut. Also die Farbe generell passt schon mal super. Ich habe einen sehr olivstichigen Hautton. Dann schüttelt man das Ganze, damit es sich verbindet, die Farbe und das Öl. Und dann kann man, das ist sehr, sehr flüssig natürlich, kann man das aufs Gesicht auftragen. Manchmal gebe ich es mir so wie heute aufs Gesicht direkt oder ich gebe es mir irgendwie auf die Hand und trage das dann auf. Geht mit der Hand. Ich benutze es aber meistens mit Pinsel und es funktioniert super. Ich hätte gedacht, dass das eher so eine getönte Tagescreme ist, wie ich das sonst auch oft benutze. Ich finde allerdings, dass das echt eine ganz gute Deckkraft hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das gut schichten kann. Und was ich super spannend fand, es ist gar nicht so glowy, wie ich gedacht habe, von einem getönten Öl. Ich finde, gerade wenn man es aufträgt, hat das so ein bisschen das Gefühl von so einem Trockenöl. Also so ein samtiges Finish. Ist aber natürlich jetzt keine matte Foundation oder sowas, das auf gar keinen Fall. Ich finde aber auch zum Beispiel, dafür, dass es ein Öl ist, dass es sehr, sehr lange hält. Ich habe die Foundation jetzt auch an wärmeren Tagen ausgetestet. Und gerade in der T-Zone habe ich das dann sehr, sehr oft, dass das nicht so richtig hält und da als erstes irgendwie weg ist. Und das hatte ich jetzt in dem Fall hier gar nicht. Also es ist jetzt nicht das langanhaltendste Produkt, aber dafür, dass es ein Öl ist, hält es sehr, sehr gut. Farbe finde ich gut, Finish gefällt mir gut. Wow. Es ist natürlich kein günstiges Produkt, das ist eher so Luxury Green Beauty, würde ich sagen. Aber ich finde, es lohnt sich und man benötigt wirklich sehr, sehr wenig. Eine der bekanntesten Marken und auch eines der bekanntesten Produkte ist wohl von RMS, das Uncover Up nennt es sich und das ist so ein kleines Töpfchen mit Produkt drin, was benutzt werden kann als Concealer oder eben auch als Foundation. Ich kenne viele Leute, die das mischen mit Öl und dann benutzen als Foundation, weil es dann natürlich ein bisschen flüssiger ist und
Das habe ich mir ein bisschen vorgestellt. Es gibt von Kevin O'Quinn oder O'Coin, ich weiß immer nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, den Skin Enhancer. Und das ist wirklich so extrem konzentrierte Creme, die man wirklich dann mischen kann, weil das halt wirklich wie Camouflage ist. Und ich dachte, dass es so ist. Ich finde, ich habe das heute als Concealer aufgetragen. Ich benötige mittlerweile nicht mehr so viel Concealer, weil ich mehr trinke und ja, meine Augenringe nicht mehr so doll sind. Aber dennoch, also Camouflage ist das für mich auf gar keinen Fall. Also ich hätte wirklich gedacht, dass das eine hohe Deckkraft ist. Auch hier würde ich aber sagen, dass das eher eine leichte bis mittlere Deckkraft ist. Also ich habe zum Beispiel hier so eine rote Stelle, die habe ich kaum abgedeckt bekommen. Und auch unter den Augen, habt ihr vielleicht gesehen, bin ich zweimal drüber gegangen, um die Deckkraft zu haben, mit der ich zufrieden wäre. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich das Produkt jetzt tatsächlich so ja, integrieren würde in meine Routine. Einfach, weil ich denke, da kann ich auch dieses Tinted Face Oil unter die Augen aufgeben und das hat die gleiche Deckkraft. Also da hätte ich mir auf jeden Fall mehr Deckkraft gewünscht. Was ich aber toll finde, ist, dass auch hier sehr, sehr viele Farben vorzufinden sind. Und ich habe jetzt die Farbe 33. Unter den Augen könnte es ein bisschen heller sein, so zum Highlighten quasi. Aber auch zum Abdecken von Pickelchen und so weiter ist das eine sehr, sehr gute Farbe, die auch wieder eher so einen gelblich-olivstichigen Ton hat. Und was ich sehr gut finde, ist dadurch, ich glaube, hier ist überall bei der Firma immer Kokosöl dran. Auf jeden Fall ist es super cremig, super geschmeidig. Es fühlt sich an, als hätte man Augencreme oder so aufgetragen. Und auch hier wieder, super überraschend, dafür, dass da Öle drin sind und es sich so reichhaltig anfühlt, kriecht es nicht so extrem in die Fältchen wie manch andere Concealer. Ich habe das auch schon nicht fixiert mit Puder und dann fand ich es okay. Also klar, ein bisschen ist es in die Fältchen gekrochen, aber wirklich gar nicht schlimm. Heute habe ich das aber mit Puder fixiert, einfach weil ich das fürs Video und generell immer mache und ich wollte ihm die gleichen Voraussetzungen haben wie bei allen anderen Concealern, die ich benutze. Also ich muss sagen, würde das mehr decken, fände ich das wirklich eine 10 von 10. So muss ich sagen, weiß ich nicht. Bei Concealern brauche ich halt meistens etwas mit mehr Deckkraft, weil ansonsten benutze ich dann eher gar nichts. Und ich fand auch, dass man am Anfang ganz gut gesehen hat, ich habe ja auf einer Seite erstmal das Produkt aufgetragen und auf der anderen Seite nicht, dass es für mich persönlich jetzt nicht so einen Wow-Rieseneffekt gab. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die wirklich super luxuriös ist. Ich kenne ja auch Care Weiß. Und das ist auch eine Firma, die, finde ich, so super wertige Produkte herstellt. Da will ich auf jeden Fall auch noch mehr ausprobieren. Aber hier war ich wirklich sehr gespannt, wie ich das Produkt finde, weil das so viele YouTuber zeigen und ganz, ganz toll finden und ich das immer wieder gesehen habe und jedes Mal dachte, wow, ist das eine tolle Farbe. Und zwar ist das ein Bronzer, der ist super klein, von der Marke Lila B. Und ich habe jetzt hier, ach so, übrigens auch die Verpackungen. Bei Kosas steht hier übrigens dran cruelty free und ich glaube auch vegan. Auf jeden Fall bei RMS steht da certified organic und bei Lila B steht auf der Packung, dass es auf jeden Fall ohne Parabene ist, ohne Phthalate, ohne Sulfate, vegan und cruelty-free. Genau, das steht hier auf jeden Fall auf der Verpackung drauf, weil ich finde manchmal auf den Websites selber das gar nicht so einfach, wirklich rauszulesen, was genau seid ihr jetzt? Seid ihr jetzt Naturkosmetik oder nicht? Ja, auf jeden Fall ist das ein unglaublich schweres Produkt. Das ist der Be Sunkissed Bronzed Beauty Bronzer Duo. Gibt es meines Erachtens nach nur in einer Farbe und den slidet man hier so auf, also schiebt es so auf. Finde ich super cool, geht manchmal ein bisschen schwer. Und das ist der Bronzer. Also ihr seht, ich habe kein großes Gesicht und keinen großen Kopf und trotzdem ist das Produkt sehr, sehr klein. Also ich kann euch ja mal kurz diesen kleinen Concealer zeigen. Der ist fast genauso groß. Ich muss sagen, also ich habe das Produkt aufgetragen, ich habe aber auch noch einen Blush drüber. Ich finde, dass der Bronzer leider nur etwas für Hauttypen ist. Ich würde sagen,
Light to Medium, ne? Also eher helle bis mittlere Hauttypen oder so hellmittel. Aber bei mir war das so, habt ihr vielleicht auch gesehen im Video, ich musste das schon aufbauen. Ich finde natürlich toll, dass es ein Produkt ist, wo man nicht das aufträgt und sofort einen Fleck im Gesicht hat, sondern dass es so ein bisschen ja, aufbaubar überhaupt ist. Aber ich finde bei dem Produkt, bei mir, je mehr ich auftrage, desto mehr fand ich das vom Finish so puderig matt und ging dann bei mir auch so ganz, ganz leicht in eine so kühlere, gräuliche Nuance. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil Bronzer ist bei mir etwas, was ich eher in so eine orangige Richtung haben möchte. Und ich finde, der sieht eigentlich auch ziemlich warm aus. Aber ich finde, gerade an der Stirn kann man es auch vielleicht ganz gut sehen, dass es nicht warm ist, sondern eher so einen leicht kühlen, gräulichen Ton hat. Und das ist jetzt nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ich habe das, wie gesagt, an sehr, sehr vielen anderen Frauen gesehen und es sah wunderschön aus. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die alle heller waren vom Hautton. Das heißt, seid ihr heller als ich, finde ich das ein wunderschönes Produkt. Erstens ist es total wertig, auch als Geschenk. Absolut der Wahnsinn. Und ich finde auch, dass das Produkt sehr, sehr gut hält. Teilweise sogar besser als andere Bronzer, die ich sonst so benutze. Und auch so ja vom Finish sehr, sehr hochwertig ist und so ein geschmeidiges, ja, so eine geschmeidige Konsistenz hat. Aber wie gesagt, von der Farbe hätte ich mir gewünscht, dass es da einfach noch ein Medium dazwischen gibt und vielleicht auch noch ein Dark, aber das ist meistens schon zu viel verlangt, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Produkt, wenn ihr ein bisschen heller seid als ich. Bei dem Produkt war ich super gespannt und zwar habe ich ja durch meine Allergie im Moment eigentlich nur noch wasserfeste Mascaras in Gebrauch und habe mich dann gefragt, ob das wirklich so funktioniert oder ob ich sogar diese Mascara besser vertrage als so die normalen konventionellen Mascaras, weil vielleicht irgendwie reizende Inhaltsstoffe nicht drin sind. Und zwar ist das von Ilia eine Mascara und die nennt sich After Midnight Limitless Lash Mascara. Und als die ankam, dachte ich so, oh nein. Und zwar hat sie diese harten Plastikborsten, die ich eigentlich gar nicht mag, weil ich mich da regelmäßig immer in mein Auge reinsteche. Aber ich finde, für eine Mascara, die eben eher natürliche Inhaltsstoffe hat, dass sie ziemlich gutes Ergebnis leistet. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Ihr kennt ja auch ne, mich immer in dem gleichen Format hier und seht ja auch, wie unterschiedlich die Wimpern aussehen. Das ist jetzt nicht False-Lash-Effekt oder so, aber ich muss wirklich sagen, ich habe schon sehr, sehr viel, gerade auch aus der deutschen Drogerie, von deutschen Marken, sehr viele Mascaras ausprobiert und die haben bei mir nie so ein Ergebnis gemacht wie diese hier. Und dementsprechend bin ich echt zufrieden. Es ist natürlich kein wirklich auffächerndes Ergebnis oder super voluminös, sondern eher wirklich Schwärze, Länge, Definition, aber nicht zu knapp. Also es soll nicht krümeln und es soll schichtbar sein. Und ich finde auch, dass es wirklich nicht krümelt. Damit habe ich sehr viele Probleme und ihr scheinbar auch, schreibt ihr mir auch oft, damit habe ich gar kein Krümeln. Und schichten kann man sie ganz okay, finde ich. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass es die vielleicht noch in wasserfest gibt. Oder vielleicht noch eine Volume-Variante oder so. Vielleicht gibt es das auch. Muss ich mal gucken. Aber das war so die gehypteste Mascara, deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich finde, dass Mascara ein Thema ist, das kommt halt voll auf die Wimpern drauf an. Ich habe so viele schon ausprobiert, von denen ich dachte, wow, das wird ein mega gutes Ergebnis haben, hat es dann aber bei mir nicht gemacht oder andersherum. Deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall eine sehr solide Mascara, die ich gut vertrage. Meine Augen tränen davon nicht mehr als sonst mit Allergien. Und sie hält auf jeden Fall ziemlich gut, ohne zu krümeln. In der Mitte hatten wir jetzt ein paar Produkte, wo ich sagen muss, ist jetzt nicht mein Favorit. Aber jetzt kommen zwei Produkte, wo ich sage, wow, ist sofort in meine Make-up-Routine mit reingeflossen und will ich nicht mehr missen. Und zwar ist das ein Lippenstift von Ilia. Ich hoffe sehr, dass der nicht aus dem Sortiment geht. Ich habe ihn nämlich irgendwie im Sale zufällig entdeckt. Und ich bin absolut begeistert von der Farbe. Ich habe das gesehen, als das Paket ankam, dachte so, oh Gott, die haben mir die falsche Farbe geschickt.
Aber nein, es ist einfach nur eine komplett andere Farbe unten, als man oben sieht. Also keine Ahnung, was das soll. Aber schaut mal bitte, das ist der perfekte, pfirsig, warme Nude-Ton. So ein Mittelbraun mit super warmen Untertönen. Auf den Lippen fühlt es sich so leicht trocken matt an. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber aufgetragen, also wenn ich in den Spiegel gucke, ist es das nicht. Sondern super cremig, geschmeidig. Aber aufgetragen fühlt es sich so an, als hätte man sich irgendwie gerade Kreide oder so auf die Lippen gemacht. Das ist so eine Formulierung, die da muss ich mich irgendwie noch dran gewöhnen. Aber wirklich für mich da die perfekte Lippenfarbe, die ich bei sämtlichen Firmen immer suche und nie gefunden habe. Und das jetzt bei so einer Green Beauty Marke zu finden, fand ich super, super toll. Der war, wie gesagt, im Sale, aber auch so, finde ich, sind die vom Preis bei Ilia, finde ich, in einem mittleren Rahmen. Und ich kann nichts anderes dazu sagen, als das ist mein neuer Lieblingslippenstift. Und dann das letzte Produkt ist ein super interessantes Produkt, auch von Lila B. Aber das funktioniert für mich richtig, richtig gut. Und ich will auch noch die andere Farbe auf jeden Fall bestellen, werde ich jetzt wahrscheinlich gleich tun. Und dann vielleicht ein Produkt davon im Auto haben und eins in meiner Tasche, damit ich es immer bei mir habe. Erstmal wieder wunderschönes Packaging, finde ich. Und das nennt sich Lovingly Lip Tinted Lip Oil. Das ist die Farbe Be Elegant. Das ist so der Nude-Ton. Und das ist für mich alles, was ich jemals von einem Lippenprodukt wollte. Es ist, wie gesagt, ein Lip Oil. Das heißt, es ist ein pflegendes Produkt. Aber es hat eben Farbe. Es hat einen wunderschönen, neutralen Braunton, leicht movig, würde ich sagen. Also neutral bis leicht movig, lässt sich, finde ich, aber über sämtlichen Lippenstiften tragen, ohne dass es zu extrem anders wird von dem Ton. Und da muss ich sagen, dass ich das liebe, dass es nicht so dieses Pappige hat oder so Fäden zieht. Dadurch, dass es ja eben ein Öl ist und kein Gloss, hält jetzt natürlich nicht so lange wie vielleicht ein anderer Gloss, aber ich habe kein Problem damit, das immer wieder aufzutragen, weil es ja, wie gesagt, auch gleichzeitig Lippenpflege ist und so einen schönen Gloss hat und Glanz und die Lippen so optisch auch so leicht, ja, fülliger wirken lässt. Also absolutes Luxusgefühl auf den Lippen, von der Optik, Performance, alles. Es gibt, wie gesagt, noch einen anderen Ton. Der ist so eher rosiger und ich weiß gar nicht, ob es mehr als zwei gibt, aber die beiden haben mich angesprochen. Das ist, wie gesagt, der Nude-Ton. Und das war's. Das sind die Produkte, die ich getestet habe. Schreibt mir, wie gesagt, super gerne mal, welche Produkte ihr mir da empfehlen könnt oder von welchen Produkten ihr viel gehört habt, aber noch nicht ausprobiert habt, vielleicht auch bestimmte Marken. Dann teste ich die auf jeden Fall super gerne. Es hat mir so einen Spaß gemacht und freut mich natürlich auch total, dass das mittlerweile einfach dass es einen Umschwung gab, dass da neue Produkte hergestellt werden, die Innovation sind und dass die auch so gut für mich funktioniert haben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.